Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die Zuhörer und Zuseher. Wir sprechen zum Tagesordnungspunkt 24, 25 und 26, wobei ich gleich vorausschicken möchte, dass wir zu dem negativen Ausschussbericht Top 24 natürlich das zustimmen bzw. zu 25 und 26 das ablehnen werden. Wenn wir diese Gesamtproblematik, die darin besprochen wird, heute betrachten, dann ist das auch in einem sehr großen Zusammenhang zu sehen mit den immer wieder auftretenden Menschenrechtsproblemen. Und diese Menschenrechtsprobleme resultieren für mich aus zwei ganz großen Grundproblematiken. Nämlich erstens, dass wir auf dieser Welt in den armen Regionen eine ganz gewaltige Überbevölkerung haben und zweitens, dass diese arme Überbevölkerung zum Teil schändlichst ausgenutzt wird und ihnen Versprechungen gemacht werden, die niemand auf dieser Welt einhalten kann. Man braucht sich nur die Entwicklungen anzusehen von Afghanistan über Afrika, Libyen. Das ist eine traurige Geschichte in unserem jetzigen Zeitbereich. Und ich bin da beim Kollegen Matznetter wieder mal, der gestern gesagt hat, in 20 Jahren werden unsere Kinder nicht mehr darüber sprechen, dass jemand aus Syrien zu uns gekommen ist. Wir sollten sich zu den Fremden nett verhalten, damit diese später nicht fremdenfeindlich sind. Ja, ich frage mich, was hat Kollege Matznetter damit gemeint? Hat er da die Republik bereits selbst aufgegeben? Ich muss eines dazu sagen. Es wird, und das habe ich auch in der Fragestunde den Herrn Innenminister gefragt, ob er dafür einstehen kann, dass die Grundwerte, die Verfassungsrechte, die Staatsgrundgesetze eingehalten werden müssen, um hier in Österreich dauernd eine Bleibe zu bekommen, oder ob es darüber hinaus eine Möglichkeit gibt, diese Staatsgrundgesetze zu unterwandern. Und ich bin der Meinung, dass wir hier in Österreich einer ganz großen Gefährdung entgegengehen. Ich bin nicht der Meinung, so wie viele in ihren Anträgen gesagt haben, dass der Herr Innenminister aufgefordert werden sollte, durch Studium von Fachliteratur und Schulungen und Beiziehen von Fachexperten in meinem Antrag seine Kenntnisse in der Sache zu verbessern. Das ist meines Erachtens nicht notwendig, so vorzugehen. Aber eines muss schon klargestellt werden. Wir müssen in den Religionsgegebenheiten, und da haben Sie gesagt, dass die Religionsfreiheit das höchste Staatsgrundgesetz für Sie sind, und dem kann ich absolut nicht zustimmen, weil im Artikel 19 der Staatsgrundgesetze ganz klar geregelt ist, dass jeder Volksstamm ein unverletzliches Recht auf Wahrung und Pflege seiner Nationalität und Sprache hat. Und jetzt müssen wir unterscheiden. Im Islam haben wir zwei Gegebenheiten, die religiöse Gegebenheit und die politische Gegebenheit. In der politischen Gegebenheit sind wir weit von unseren Verfassungsgesetzen entfernt. Weit von unseren Verfassungsgesetzen entfernt. Und wir müssen da aufpassen, dass jene extremen Muslime, die nicht bereit sind, unsere Verfassungsgesetze einzuhalten, nicht auch noch die Staatsbürgerschaft bekommen. Sehr geehrter Innenminister, in diesem Fall gibt es die Menschenrechte für uns Österreicher zu wahren, nämlich dass wir nicht überfolgt werden von anderen, die unsere Werte, die lange von uns erarbeitet werden mussten und die viel Blut, Schweiß und Tränen gekostet haben. Unsere Demokratie muss uns ein Heiligtum sein, und wir sehen, was in der Türkei passiert. Und das will ich hier nicht repliziert nach Österreich haben. Und wenn wir hier nicht wirklich Handlungen setzen, die dazu angetan sind, dann glaube ich, wird in Zukunft mein Spruch nimmer gelten, der da heißt: Heimat ist dort, wo ich zu Hause bin, und dort, wo ich zu Hause bin, soll auch meine Heimat bleiben.